Alle diese Produkte hier haben wir komplett kostenlos bekommen. Zugegeben, an der Kasse haben wir den Normalpreis bezahlt, aber alle diese Hersteller, egal ob Sacrotan, Alpro oder auch WC Ente, haben uns das Geld restlos erstattet. Wie das Ganze funktioniert, zeigen wir euch in diesem Video. So, wir haben es 9 Uhr früh, noch keine Produkte auf dem Tisch, aber ich weiß ganz genau, wo die Gratis-Produkte lauern. Und ich würde sagen, wir sollten keine Zeit verlieren, kommt mal mit, wir holen uns den Gratis-Stuff. Es gibt viele Möglichkeiten, auf diese Geld-Zurück-Aktion aufmerksam zu werden. Die allereinfachste ist, ganz einfach einkaufen zu gehen. Da gibt es immer mal wieder so auffällige Werbeschildchen, wo schon steht, jetzt hier gratis testen oder da gratis testen. Und da könnt ihr ganz einfach ohne Recherche zuschlagen und direkt bares Geld sparen. Wir sind in der Drogerie und ich habe direkt erstmal 2 kostenlose Produkte abgesahnt. Erstmal haben wir hier Sacrotan Hygiene Weichspüler, 2 Liter, 4,75 Euro. Aber ihr werdet sehen, dass wir am Ende nicht einen Cent dafür bezahlen werden. Und als zweites Produkt haben wir das frische Siegel von WC Ente. Sieht klein aus, hat aber einen stolzen Preis von 3,75 Euro. Aber auch hier werden wir nicht einen Cent am Ende des Tages bezahlen. Nicht nur in der Drogerie, sondern auch im gut geführten Lebensmitteleinzelhandel gibt es einige Gratis-Schnäppchen. 1,99 Euro für so einen leckeren Joghurt, das würde ich im Leben nicht normalerweise bezahlen. Aber genau das ist ja das Thema des heutigen Videos. Wir kriegen nämlich heute Alpro Soja-Joghurt komplett umsonst. Nicht nur ein, sondern 2. Weil Alpro gibt uns aktuell 4 Euro auf unseren Einkauf zurück. Das Produkt ist ganz frisch auf dem Markt, kostet 2,69 Euro. Aber weil Milram gerade eine Aktion hat, bekommen wir eine Packung komplett for free. Von der ganzen Shopperei habe ich auf jeden Fall jetzt richtig Hunger bekommen und deswegen stehe ich vor meiner Lieblingsabteilung. Lecker Süßigkeiten. Aber uns interessiert nicht hier diese Angebote, Discount billig und was im Prospekt steht. Vergesst das alles. Wir wollen nur die kostenlosen Produkte und die finden wir hier. Nämlich leckere Be-Kind-Riegel für 2,99 Euro. Da sind nur 3 Stück drin. Das heißt, 1 Euro pro Riegel müsst ihr euch mal reinziehen. Aber wir zahlen gar nichts. Wir kriegen die komplett kostenlos. Unterschiedliche Hersteller haben unterschiedliche Aktionsbedingungen. Der eine sagt, ach, ist doch egal, wenn das Produkt mit 50 anderen auf dem Kassenbon ist. Der andere sagt, nee, da darf nur das eine Produkt drauf sein. Und deswegen, bevor ihr euch alle Aktionsbedingungen von allen einzelnen Sachen durchlest, einfach prophylaktisch jede einzelne Aktion einzeln abrechnen mit einem einzelnen Kassenbon. Wir sind endlich zurück von unserem Einkauf mit all unseren Produkten und ganz wichtig, all unseren Kassenbons. Und die richtige Magie, die beginnt jetzt. Ich glaube, ich habe jetzt richtig Bock auf so ein veganes Pizzakäse-Ersatzprodukt und ich zeige euch mal, wie einfach wir jetzt das Geld dafür zurückbekommen. Und dazu gehen wir auf den Deal bei MyDeals, der hat auch schon 1500 Grad erreicht. Wir klicken einfach zum Deal und landen dann auch schon direkt auf der Seite von Milram. Und hier lächelt uns schon in Großbuchstaben entgegen, jetzt gratis testen. Ja, genau, das wollen wir. Hier noch ein bisschen Marketing, bla bla. Und hier steht schon Kassenbon hochladen. Da drücken wir jetzt drauf, landen hier bei der Schritt-für-Schritt-Anleitung. Und die besagt, wir sollen das Produkt kaufen. Haben wir schon mal. Zweitens, den Kassenbon fotografieren. Das machen wir gleich. Drittens, Kontaktdaten eintragen, weil die müssen ja wissen, wo das Geld hin muss. Und viertens, Geld zurückbekommen, ausgeben und Party machen. So, wir scrollen mal ein bisschen nach unten und hier steht schon ganz groß, hier Kassenbon-Foto hochladen. Da klicken wir jetzt auch mal drauf. Ich habe den Bon schon ganz vorbildlich vor dem Videodreh abfotografiert. Hier einmal auswählen, zack, und der Kassenbon ist ausgewählt. Dann einmal mein Vornamen, das ist Pascal König. Hier noch meine geheime E-Mail-Adresse. Jetzt kommt der wichtigste Teil, unsere Bankverbindung. Dazu müssen wir den Kontoinhaber angeben, in dem Fall natürlich mein Name, unsere IBAN und den BIC. Ganz wichtig, keine Abkürzung, keine Kosenamen, keine Zahlen vertauschen oder sonst was, sonst kriegt ihr das Geld nicht ausgezählt und ihr rennt dem Ganzen 5 Jahre hinterher. Dann haben wir natürlich die Datenschutzerklärung und die Teilnahmebedingungen gelesen, ganz wichtig. Jetzt wird's spannend. Ich willige hiermit ein, dass DMK meine Kontaktdaten, die ich DMK zur Verfügung gestellt habe, für eine personalisierte Werbeansprache auf den sozialen Netzwerken Facebook, Instagram, bla 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 bla, verwendet analysieren darf, um relevante Werbemaßnahmen zu ermitteln. Bei DMK müsst ihr jetzt keine Sorgen haben, dass das irgend so ein komisches Drittunternehmen ist. Das ist nämlich die Deutsche Milchkontor GmbH, also Milram. Das ist schon mal vergleichsweise sehr gut, weil das bedeutet, dass euer ganzer Datensatz unter dem Dach von Milram bleibt, was bei solchen Cashback-Aktionen bzw. Geld-Zurück-Aktionen nicht unbedingt immer der Fall ist. Ganz oft ist es so, zum Beispiel bei Head & Shoulders war es vor einigen Monaten, dass sie sogenannte Drittfirmen beauftragen, diese Cashbacks auszuzahlen. Je nach Aktionsbedingungen kann es dann nämlich sein, dass dieses Drittunternehmen anstatt des eigentlichen Herstellers euch personalisierte Werbung zuschickt. Ob euch diese Herausgabe der Daten an dritte Unternehmen dann natürlich die Ersparnis von 3, 4, 5 Euro wert ist, das müsst ihr natürlich für euch selbst entscheiden, aber ich gehe hier jetzt auf jeden Fall all in. Darum willige ich ein, dass die Daten verarbeitet werden und gehe auf Kassenbon abschicken. Super, das hat geklappt. Sobald die Kassenbonprüfung abgeschlossen ist, erhältst du weitere Informationen an die angegebene E-Mail-Adresse. Klingt jetzt so, als wenn man noch ein paar andere Sachen machen müsste, aber ist Pustekuchen, ist meistens die Bestätigung, es sei denn, der Kassenbon ist irgendwie nicht lesbar und wir bekommen in den nächsten Wochen unser Geld zurück.
Warum lag die Betonung jetzt auf Wochen? Weil die Auszahlung der Geld-Zurück-Aktion schon einige Tage in Anspruch nehmen kann und manchmal sogar viel zu viel. Im schnellsten Fall habt ihr das Geld so in circa 14 Tagen, wenn der Hersteller da richtig dahinter ist. Aber ich habe schon mal 3 geschlagene Monate auf eine Rückzahlung von 3 Euro gewartet. Warum das Ganze so lange dauert? Ehrlicherweise, keine Ahnung. Ich sitze da nicht am längeren Hebel. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass solche Unternehmen wie zum Beispiel Milram einiges Besseres zu tun haben, als irgendwie 10.000 Kunden in Deutschland 1,95 Euro wieder auszuzahlen. Die Unternehmen können sich das marketingtechnisch überhaupt nicht leisten, euch irgendwie das Geld nicht auszuzahlen. Einfach Geduld haben. Das Geld werdet ihr früher oder später irgendwann auf eurem Konto wiederfinden. Wie ich die restlichen Kassenbons einlöse, das erspare ich euch jetzt mal, weil es ist immer das gleiche Prinzip. Website aufrufen, Kassenbon hochladen, Kontaktdaten ausfüllen. Was euch jetzt viel mehr interessiert, ist sicherlich, wie wird man denn auf solche Aktionen überhaupt aufmerksam? Ganz einfach, ihr geht einfach auf unsere MyDeals-Plattform und hinterlegt euch einen Deal-Alarm. Wie das technisch funktioniert, das haben wir euch hier in diesem Video erklärt und dahinter legt ihr euch einfach folgende Stichworte. GZG, Cashback und Geld zurück. Wenn ihr diese 3 Schlagworte hinterlegt, dann solltet ihr auf jeden Fall keine dieser Geld-Zurück-Aktionen mehr verpassen. Aber eine Sache sind wir euch zum Abschluss noch schuldig, nämlich wie viel Geld wir hier insgesamt gespart haben. Und das sind nämlich Trommelwirbel 25,51 Euro. Das kann sich doch wirklich sehen lassen, oder? Wir sehen uns beim nächsten Mal und ich gönne mir jetzt meinen veganen Pizzakäse. Bis dann, tschüss!